Ich bin Julian Kulascher, arbeite als Medienpädagoge im Medienkompetenzzentrum in Pankow in Berlin, also in einem der 12 bezirklichen Medienkompetenzzentren, Anlaufstelle für alle möglichen Zielgruppen, wenn es um aktive, handlungsorientierte Medienarbeit geht. Mein Lieblingsprojekt. Also es ist nicht das mit der Berufsorientierung, so viel kann ich schon sagen. Nee, ich glaube, mein Lieblingsprojekt wird tatsächlich oder ist ein neues Projekt. Und zwar geht es da um Netzwerke für Familien und Angebote der Medienbildung in Berlin-Pankow. Also wo wir ganz verschiedene Projektangebote, aber auch Workshops, Elternabende, Beratung, Infoveranstaltungen und so weiter für eben nicht nur Schüler oder Jugendliche an Schulen, sondern eben auch Senioren, auch Kita-Kinder und eben auch Eltern als Zielgruppe machen werden. Naja, das Besondere ist, dass es halt tatsächlich gar nicht medienpädagogisch sind, das einfach alles Sachen, die wir schon erprobt haben, die einfach gut funktionieren, also die Formate sozusagen, aber das Besondere daran ist, dass wir sozusagen dadurch die Möglichkeit haben, mal Strukturen zu schaffen. Das ist ja immer das Problem, woran es hapert. Ne? Man macht viel über Projekte mit Projekten, aber wir hoffen einfach durch die Fördermittel, die damit verbunden sind, auch einfach mal eine Struktur zu Angeboten im Bezirk aufbauen zu können, die dann eben auch bleibt. Also wir wollen ganz viele andere Jugendeinrichtungen mit ins Boot holen und die Pädagogen dort qualifizieren. Und genau, das startet jetzt. Also ich glaube, wahrscheinlich so wie viele andere, dass das Mobile noch unglaublich wichtig wird. Das heißt, früher oder später werden wir tatsächlich, wie du schon hier, mit iPads alle arbeiten und damit in Klassen gehen oder in Workshops gehen. Ich glaube aber auch, ja, dass tatsächlich diese ganzen also den sicheren Umgang mit dem Internet, dass das nochmal auf jeden Fall höhere Wellen schlagen wird, also dass man da noch auch aus medienpädagogischer Sicht noch mehr Fokus drauflegen muss, noch mehr Projektangebote, also es wirklich flächendeckend verankert zu bekommen, vor allen Dingen in Kita und Schule schon, wenn es geht. Also ich glaube, die Aufgaben gibt es viele, ne? So von der Gewichtung her denke ich tatsächlich, dass dieser ganze Bereich Jugendmedienschutz noch wichtiger ist und dass man da, sind ja schon auf einem guten Weg, aber ne, dass sowas eben noch zu verankern und auch Strukturen zu schaffen, das ist einfach die Zukunft, glaube ich auch. Also das wird uns alle mit beschäftigen.